Alarm, es kommt ein Notruf an. Der Rettungsdienst, der ist jetzt dran. Bist du in Not, dann ruf dort an. Sie helfen dir, egal wo und wann. Feuerwehrmann Sam mit seinem Rettungsteam. Immer da, wo du sie brauchst, mit seinem Rettungsteam. Was immer dich bedroht, der Rettungsdienst hilft dir in der Not. Versteckspiele. Guten Morgen allerseits und herzlichen Dank, dass ihr alle mitmacht bei unserem heutigen Such- und Rettungstraining. Wie? Ich dachte eigentlich, wir würden hier heute alle Verstecken spielen. Naja, Norman, das Training ist schon ein bisschen so wie Verstecken und einige von euch werden sich auch verstecken. Ja, das ist toll! Unser Rettungsteam wird sich aufteilen und versuchen, euch so schnell wie möglich zu finden. Das trainiert uns und auch die Hunde. Yeah! Keine Sorge, Kinder. Wir gewinnen ganz sicher, denn die finden uns nie. Woher weißt du das? Als ich so klein war wie ihr, habe ich Penny wirklich jedes Mal im Versteckspiel geschlagen. Sie hatte keine Chance. Ich glaube, das hier ist aber kein Wettkampf, Annie. Ich glaube, das hier ist ein Training. Oh, richtig. Völlig vergessen. Gewinn geht trotzdem. Tja, es geht los. Ihr kennt ja eure Teams. Und ihr solltet euch jetzt verstecken. Wir zählen währenddessen bis 100. Dann kommen wir nach und finden euch. Los geht's! Yeah! Team Blau, schon irgendwas gefunden? Nein, noch nichts, Feuerwehrmann Sam. Team Rot? Nein, Feuerwehrmann Sam. Anscheinend hat Shadow was aufgespürt. Es scheint aber niemand hier zu sein. Entweder die bellen den falschen Baum an oder... Hallo. Ah, da seid ihr. Team Grün an Basis. Wir haben Jody und Peter. Gute Arbeit, Schnuffi und Shadow. Das war echt noch nicht so ganz durchdacht. Oh, ihr zwei seid ganz groß. Oh, ich hatte wirklich gehofft, wir finden hier Annie. Sie hat mich beim Versteckspiel andauernd geschlagen. Aber dieses eine Mal werde ich gewinnen. Das hier ist kein Wettbewerb, Penny. Für mich und Annie aber schon. Uns geht's ausschließlich darum, wer gewinnt. Schnell, da rein! Oh! Gut, sie ist weg. Schnell weg hier. Warum bleiben wir nicht einfach hier? Das Versteck ist doch gut. Nein, nein, nein. Wenn ich früher mit Penny Verstecken gespielt habe, war ich immer unterwegs, damit es Penny schwerer hat, mich zu finden. Ist so ein Trick wirklich fair, Annie? Was redest du denn da, James? Je besser wir drei uns verstecken, desto besser ist auch das Training für die Spürhunde. Kommt mit, hier lang, Beeilung. Na dann komm, James. Annie wird sich schon auskennen. Oh, Annie, ich finde das alles schrecklich anstrengend. Dann müssen wir wohl eine Pause einlegen. Eine ganz klitzekleine. Einverstanden? Mir gefällt Verstecken gar nicht. Geht mir genauso. Ich habe langsam keine Lust mehr. Wartet mal, Kinder. Wie fändet ihr es, wenn wir ständig unterwegs wären und gleichzeitig könntet ihr euch ausruhen? Oh, das wäre aber fein. Sehr gut. Ihr könnt doch sicher reiten. Braves Pferd. Team Rot, an den Waldwegen schon jemanden entdeckt? Bisher noch nicht, Feuerwehrmann Sam. Die sind gut im Verstecken. Verstanden. Und wie läuft's bei den anderen Teams? Also, wir haben da vielleicht was gefunden, Sam.
Das ist ein sehr ungewöhnlicher Platz, um Heuballen abzustellen, die dann auch noch irgendwie komisch aussehen. Und Schnuffi und Shadow scheinen sich auch sehr für die Ballen zu interessieren. Versteckt sich da irgendwer hinter den Heuballen? Nö, wir sind woanders. Oh, Norman! Wir haben euch gefunden. Na gut, wir können jetzt... Fein, dann mal los. Komm schon, Prinz. Nun mach schon. Ach, sieh eine an. Prinz wird sich auch nicht bewegen. Dann verstecken wir uns einfach hier. Oh nein, sie kommen her, schnell! Prinz! Keine Angst, Kinder. Wenn er ins Wasser kommt, wird er schon anhalten. Ich glaube nicht, dass er anhält, Annie. Gut gemacht, Prinz. Ich hätte nie gedacht, dass wir es über den Fluss schaffen. Ich habe es auch nicht geschafft. Oh nein, James! Ich rufe lieber schnell das Rettungsteam. James Jones ist in den Fluss gestürzt, während des Trainings mit dem Such- und Rettungsteam. Er ist jetzt ein Notfall für das Such- und Rettungsteam. James Jones ist in den Fluss gestürzt während des Trainings mit dem Such- und Rettungsteam. Er ist jetzt ein Notfall für das Such- und Rettungsteam. Alles gesichert, Ellie. Du kannst los. Hilfe! Ich kann mich nicht mehr länger halten. Keine Angst, James. Wir haben dich gleich. Da siehst du. Es wird alles gut, James. Ja. Ich mache jetzt das Wendemanöver. Schon, Hydrus. Es geht nicht, Sam. Die Strömung ist viel zu stark. Ich komme einfach nicht weg von dem Wasserfall. Verstanden, Ellie. Wartet kurz, ich bringe euch an Land. Oh. Ja! Danke, Onkel Sam. Tut mir sehr leid. Ich habe nur ans Gewinnen gedacht und überhaupt nicht an unsere Sicherheit. Ja, das kannst du wohl laut sagen. Tja, was auch der Grund war, Annie. Die Sicherheit geht immer und überall vor, ganz besonders, wenn auch so große Tiere dabei sind. Und dieses Mal hast du nicht gegen mich gewonnen. Ich hab dich gefunden. Hättest du nie, hätte ich nicht den Rettungsdienst gerufen. Und sowieso, andersrum hätte ich dich ganz schnell gefunden, Penny. Hättest du nicht. Ruhig, ruhig, ihr zwei. Ich glaube, wir haben alle vom Versteckspielen genug für heute. Alles klar. Du zählst bis 100 und ich versteck mich. Wartet mal, ich versteck mich auch.